Jetzt kommt Teil 2 von Hidden Agenda. Und wie gesagt, sollte jetzt an dieser Part kommen, wo ich in die Bar gehe, sollte, ich werde nichts trinken. Hey Simon, wie geht's Ihnen? Es geht so. Ist wohl immer viel Arbeit, wenn ein Freak unterwegs ist. Okay. Okay, Leute. Immer mit der Ruhe. Zuhören. Wir haben meinen Bruder verloren. Er kehrt nie wieder in den Dienst zurück. Es hätte noch schlimmer kommen können. Dies ist ein dunkler Tag für uns alle. Calvary war... Er war kein einfacher Mensch. Aber dass er so enden würde... Ich will das alle 200% geben, bis wir diesen Fall geknackt haben. Entschuldigung, Sergeant. Was gibt's Neues zur Zeugin, dem Callgirl? Es laufen Fahndungen nach dem Callgirl und unserem potenziellen Täter, Adam Jones. Wenn sich was tut, gebe ich Bescheid. Im Moment denken wir, Calvary wurde von einem Nachahmungstäter getötet. Vielleicht bekam er Hinweise von Finn aus dem Knast. Aufgrund ihrer Kenntnisse dieses Falls unterstützt uns Staatsanwältin Felicity Graves bei dieser Ermittlung. Und noch etwas. Staatsanwältin Felicity Graves hat ausgehandelt, dass Jonathan Finn vorübergehend in unser Gewahrsam kommt. Ach, kommen Sie, ganz im Ernst? Ja, ich weiß, das klingt seltsam. Aber wir denken, das könnte eine wichtige Spur sein und folgen ihr. Wer ein Problem damit hat, kann gern mit mir sprechen. Detective Marnie, gehen Sie bitte Calvarys alte Fallakten durch. Suchen Sie Übereinstimmung mit den Trapper-Morden. Beherrscht. Ja, klar. Okay. Okay, Leute. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ran an die Arbeit. Hi, Miss Graves. Wie geht's Ihnen? Es ist hart, einen von uns zu verlieren. Egal, wie es passiert. Konnte ich das zwar nicht entscheiden? Aber danke der Nachfrage. Ich melde mich, wenn wir was finden. Sie machen Finn jetzt für seinen kleinen Ausflug bereit. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Möchte ich auch. Wenn ich aus dem Kerker gelassen werde. Haben wir ein Problem? Was? Scheiße! Wovon hast du heute Morgen am Tatort geredet? Becky. Glaubst du im Ernst, dass ich etwas damit zu tun habe? Nicht jetzt. Okay. Gereizt, besorgt, wir müssen ehrlich zueinander sein. Ich mach trotzdem mal besorgt. Du bist mein Partner. Wir müssen offen reden können. Hör zu. Jeder weiß, was ablief zwischen dir und Calvary. Du hast ein Motiv. Und ich mache nur meinen Job. Dachte, du wärst wenigstens auf meiner Seite. Darum geht es doch nicht. Ist doch besser, wenn ich die Fragen stelle, okay? Ein paar der Typen... Ja, klar. Ich weiß, wie es aussieht. Hätte Calvary mir Beweisverfälschung nachweisen können. Klar, ein Motiv. So dumm, dass sich nie jemand über ihn beschwert hat. Und du weißt, dass er nicht das erste Mal bei einer Nutte war. Er war ein mieser Scheißkerl, aber man wird trotzdem Fragen stellen. Und je mehr Abstand du hast, desto besser. Was denkst du, warum du Papierkram hast? Provoziere mich nicht. Ich dachte... Komm, weiter geht's. Ich dachte, wir wären Partner. Ich sorge nur dafür, dass unsere Geschichten passen. Also... Glaubst du mir nicht? Natürlich glaube ich dir. So klingt das aber nicht. Hey, das ist unfair. Wir müssen einander vertrauen. Ja, das stimmt. Verdammte Axt. Adam Jones war definitiv in Las Palmas zusammen mit Finn. Angeblich ist er bei dem Brand damals umgekommen und jetzt behauptet Finn, Jones wurde später zum Trapper, aber wie kann das möglich sein? Das macht keinen Sinn. Ich warte trotzdem zurück. Mal. Der Bestatter. Das Ziel, für das Finn kein ersichtliches Mordmotiv hatte. Offenbar keine Verbindung zu Las Palmas.
Die Witwe sagte, sie hat keine Ahnung, warum Finn ihren Mann hätte umbringen wollen. Aber nach 5 Jahren hat sich ihre Sicht vielleicht etwas verändert. Mal sehen, ob sie jetzt gesprächiger ist. Okay, ich glaube, danach sind wir ja mit Finn zu dem Weißen Haus gefahren. Und dann konnte ich ja nochmal machen. Und da mache ich dann aber diesen Pate. Ja, Miss Johnson, was wollen Sie? Nochmal wieder respektvoll. Ich möchte über Ihren Mann sprechen. Sind Sie ein Cop? Ich habe ihm nichts zu sagen. Ich bin Detective. Ja, Ma'am. Ich bin Detective. Ich möchte Ihnen gern einige Fragen über Ihren Mann stellen. Ja? Wo waren Sie, als ich um 2 Uhr morgens anrief, weil er mich verprügelte? Wo waren die Cops da? Jetzt haben Sie Fragen an mich, aber vielleicht habe ich jetzt keine Zeit. Na schön. Sagen Sie mir vielleicht, was Sie genau wissen wollen? Tut mir leid. Es tut mir sehr leid zu hören, dass Ihr Mann Sie so behandelt hat. Klingt, als hätte er es wirklich verdient gehabt. Ja, sehe ich auch so. Wollten Sie noch was? Ich wüsste gern, ob Ihr Ehemann jemals die Dienste eines Callgirls nutzt. Soll das ein Witz sein? Er hat seinen Schwanz in jedes Loch gesteckt, egal ob schweineteuer oder spottbillig. Ich habe aufgehört zu zählen. Ma'am, kennen Sie vielleicht jemanden namens Adam Jones? Ein Junge namens Adam hat manchmal meinem Mann geholfen, bevor er seinen Job als Bestatter verlor. Aber das ist schon lange her. Könnte er das sein? Vielleicht nur etwas älter? Ja, könnte sein, ja. Sind Sie sicher? Sehen Sie genau hin. Ja, ich glaube, das ist er. Vielen Dank für Ihre Zeit, Miss Johnson. Ob ich vielleicht mehr erfahren hätte, wenn ich vor einem Reporter wäre? Oder ein Reporter wäre? Oh Gott, Quicktime-Event. Ah, ich hoffe, ich krieg's wieder hin. Ich glaube, jetzt noch eins war es, ne? Was? Oh Gott. Huch. Oh Gott, ich liebe dir Mantel nicht hängen bleibt. Hey! Los, zeigen die sich! Hä? Was zur Hölle wollen sie? Hier ist 609. Verfolge unbekannten Verdächtigen. Mittelgroß, dunkler Pulli. Marnie. Bin unterwegs zur Hoffman Road 22. Treffen wir uns da? Ja. Ist alles okay? Bauen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen Vertrauen auf. Anscheinend hat Adam Jones eine Zeit lang bei dem Bestatter gearbeitet. Wow. Anscheinend war das, nachdem er angeblich in dem Feuer umgekommen war. Das ist krass. Es gibt ihn also. Noch was. Jemand ist mir nach. Was? Alles okay? Ja. Hat sich dann aus dem Staub gemacht. Vielleicht war das nur Zufall, ist nicht gerade die schönste Ecke. Vielleicht. Wir sehen uns am Haus. Mal gucken, ob er jetzt das mit der Geisel ausplaudert. Passen Sie bitte auf, dass er keine Dummheiten macht. Oh, er kann es gern versuchen. Kommen Sie nicht auf Ideen. So sieht man sich wieder. Schöne Armbänder. Oh, ich kann meine Finger nicht mehr spüren, wenn Sie das meinen. Helfen Sie mir oder was?
Natürlich. Enger. Alter. Besser so? Ah. Wie nett von Ihnen. Also hier ist Adam nach dem Waisenhaus hingekommen? Hier ist Adam aufgewachsen. Alles leer. Ein paar Hausbesetzer, aber die sind weg. Okay, 5 Minuten. Dann mal los, Boss. Bitte hier lang. Dieser Raum, genau hier. Hier hat Adam nach seiner Flucht geschlafen. Hier war ewig niemand mehr, Finn. Ich habe auch nicht behauptet, dass er hier wäre. Na? Ach, komm. Hä? Ach, hier. Warte mal. Komm. Oh, dass das ewig so dauert. Das ist ein bisschen blöd. Sie sagen also, das hier ist von ihm, nicht von Hausbesetzern? Die würden das nicht wagen. Was ist das alles? Adams Papa war ein Kammerjäger. Interessant. Ein ziemlich guter sogar. Maus zu fallen. Fallen, natürlich. Was Adam von seinem Dad geerbt hat, ist das Talent, Ungeziefer zu töten. Detective Marnie, der Sarge sagt, es wird Zeit. Wir haben was gefunden. Nur noch ein paar Minuten. Wie ist Adam im Waisenhaus gelandet? Adams Papa hat sich ständig bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Hat seine Frau vermöbelt, wenn sie nur falsch angeguckt hat. Eines Tages nahm sie seine Schrotflinte und schoss ihm den Kopf ab. Vor Adams Augen. Das erste Opfer hat auch seine Frau geschlagen. Der Bestatter. Auch ein Säufer. Sie bekam lebenslänglich. Keine Bewährung, keine Besuche ihres Kindes. Es spielt wohl keine Rolle, dass sie das getan hat, weil Papa sie früher oder später beide umgebracht hätte. Das nennt man Rechtssystem, was? Überrascht. Das war ein hartes Urteil. Solche Fälle nehmen nie ein gutes Ende. Aber dass sie ihr Kind nicht sehen durfte, das ist hart. Das war Richter Vanstone. Guter Witz. Wohl kaum, er hat mich zum Tode verurteilt. Nach ein paar Wochen erhängte sich Mama Jones in ihrer Zelle. Himmel. So kam Adam, dann also nach Las Palmas. Vom Regen in die Traufe gekommen, was? Sie würden nicht glauben, was sie dort mit uns gemacht haben, Rominski und dieser Wichser von Pfleger. Und wir haben versucht, uns so zu wehren, wie man es tun sollte. Wir riefen die Cops, 3. Distrikt. Und niemand hat irgendwas unternommen. Nicht mal die Sozialarbeiterin. Und als Adam aus dem Höllenloch raus war, dachte er sich selbst was aus, um sie alle bezahlen zu lassen. Diese Cops? Er kannte die Schichten. Er hat jeden Mord minutiös geplant. Er wusste genau, wer alarmiert werden und was denjenigen dann erwarten würde. Cops versagten, Eltern versagten, System versagte. Was würden sie tun? Wir beseitigten die, die uns wehtaten. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal nicht auf Rächen. Das ist nicht meine Entscheidung. Nicht meine Entscheidung, dazu gibt es Geschworene. Ja, so sagt man. Wer gab ihm das Recht? Ich dachte damals, vielleicht ist Adam der Einzige, der die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Der den ganzen Mist durchschaut. Der das Böse in den Herzen der Menschen sehen kann. Aber jetzt weiß ich, nur Gott hat diese Gabe. Danke fürs Zuhören. Nach all der Zeit tut es gut, meine Sicht zu schildern. Sicher. Jederzeit gern. Da ist
Noch etwas. Ja? Die Geisel bei der Festnahme. Daniela Cardenas. Also, Daniela und ihre Schwester Izzy waren mit uns in Las Palmas. Derselbe Scheiß. Für Izzy war es zu viel. Überdosis nach ein paar Jahren. Adam wusste, dass Daniela alles tun würde, um Rominski bluten zu sehen. Überrascht. Ich kann es nicht mehr hören. So eine Scheiße. Mein Gott. Die Geisel war beteiligt. Hier ist Officer 609. Brauche Fahndungsaufruf für eine neue Verdächtige. Daniela Cardenas. Wiederhole, sofort zur Fahndung ausschreiben. Cardenas war keine Geisel im Trapper-Fall, sondern sie war Komplizin. Center copy. Ich sage Simon Hillary, wenn Danielas Schwester in der Leichenhalle war, kann er den Fall ausgraben. Kommen Sie klar? Nicht ihm. Zuversichtlich. Ich lasse ihn auf jeden Fall nicht gehen. Nach wie vor. Hey. Aber vielleicht kriege ich noch eine Info. Glauben Sie immer noch, dass ich lüge? Immer weniger. Aber ohne Beweise, dass Adam noch unter uns weilt? Ich kann es beweisen. Können Sie nicht. Das stimmt. So kann ich das nicht. Geht's noch? Also, solange ich an der Leine hänge, wird er sich nicht zeigen. Aber alleine kann ich ihn rauslocken und auf dem Silbertablett servieren. Selbst wenn das stimmt, Richter Vanstone würde sich niemals darauf einlassen. Was, wenn Sie mich verkabeln? Dann könnten Sie mich überwachen. Nein. Es könnte klappen. Nein. Sie sitzen im Todestrakt. Schon vergessen? Aber ich bin unschuldig. Etwas schon vergessen? Es gibt da etwas, das ich Ihnen noch nicht gesagt habe. Oh, bitte, erleuchten Sie mich. Adam sagte damals zu mir, wenn ich jemals irgendwie freikommen sollte, dann würde er sich melden. Umgehend. Ist das so? Wir könnten so tun, als hätte ich Sie überwältigt. Niemand müsste es erfahren. Nein, tut mir leid. Im Ernst? Ich kann kaum glauben, dass Sie so etwas überhaupt vorschlagen. Doch, können Sie. Sie wissen, dass Sie ihn sonst niemals kriegen. Hören Sie, ich bin kräftiger als Sie. Passt auch sehr gut. Wir lassen es echt aussehen. Häftling 75422 soll umgehend wieder in Gewahrsam genommen werden. Hier ist Officer 732, Anfrage erhalten. Bitte warten Sie auf eine Bestätigung. Wie würden Sie ihn finden? Wie würden Sie ihn finden? Ich habe ein paar Beziehungen. Ich kann ihn finden. Sie müssen mich nur lassen. Nein. Oh, das ist so... Zum Glück ist das Spiel nicht so lang. Das ist super. Da kann man das echt nochmal durchspielen und dann ein paar Entscheidungen wieder anders machen. Wow, das ist so toll. Das ist wie bei Detroit Become Human. Da konntest du ja dann auch ein Good Run, ein Evil Run... Einfach zwischendurch noch irgendwas anderes. Wenn die Morde verknüpft sind mit dem Las Palmas Waisenhaus, steht Vater Rominski im Mittelpunkt des Ganzen. Einfach zu schade, dass der Rest des Klerus ein Schweigegelübde abgelegt hat, sobald es haarig für ihn wurde. Aber Finn sagte Felicity, dass Rominski damals eine Art Geheimraum in dem Waisenhaus hatte. Konnte dazu in den Polizeiberichten nichts finden. Ich glaube, ich sollte mich selbst mal nach Las Palmas begeben und umsehen. Oh, jetzt entdecken wir den Raum. Das ist ja cool. Oh, was? 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 Ja, könnte es sein, vielleicht weil wir die Felicity nicht als Freundin haben. War sie sonst mitgegangen? Oh. Och, Mädchen.
Jesus Maria. Oh, jetzt geht's bestimmt wieder Beweise suchen. Das sind Bilder, Rahmen und irgendein... Einmal... Na komm, na komm, na komm. Ah, ich finde es nicht. Halt hier, hier, hier. Ah, da unten war irgendwas. Verdammt. Und irgendwas war auf dem Boden. So ein Mist. Wie sieht's aus im Weißen Haus? Was Neues? Ungeduldig, ich erzähl's dir später. Hey, also, ich konnte kein geheimes Spielzimmer finden. Ich weiß nicht, wovon Finn redet. Okay. Komm einfach schnell wieder zurück. Verstanden. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn das der... Wahrscheinlich, weil ich diesen einen Beweis nicht gefunden habe. Oh, bestimmt. Hm. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Da hat bestimmt dieser eine Beweis da unten gefehlt. Die war so nah dran. Oh, das ist blöd gemacht. Besonders wenn du alleine spielst. Ich bin erneut an dem Tatort, an dem Detective Jack Calvary verstarb. Ich sehe mir zuerst das Schlafzimmer näher an. Es ist kein riesiges Zimmer. Aber man kann ja nie wissen, ob das Forensikteam was übersehen hat. Oh. Na komm. Halt hier einmal. Ach komm. Na? Na? Ach. Oh. Blut überall. Die Spuren gehen nach außen, auf dem Kopfteil, von dem Ausgangspunkt der Explosion. Forensiker haben bestätigt, dass die Kugeln aus der Waffe von Calvary kamen. Aber warum? Hey! Aber ich frage mich jetzt gerade, warum da eine Kamera ist. Ich glaube, das haben wir nicht rausgefunden. Kann das sein? So ein Mist. Geht auch. Okay, na das... Hm. Okay, wer ist das? Hm.
Gott. Wie bei der Witwe. Wow. Tja, unwahrscheinliche Worte, aber zum Glück war Carrie so ein perverses Stück Scheiße. Das ist krass. Gut, das beweist zwar jetzt mal ihre Unschuld, aber ich verstehe nicht, warum sie im ersten Run und warum sie mir jetzt im Bad. Oh, bitte keine Beweise. Aber ich meine, sie hat ja echt die Beweise. Im ersten Run hatten wir das Alibi, wir hatten die Kamera. Warum ist sie dann aber, ich weiß auch nicht. Ich kann es erklären. Ja, das sollten Sie auch besser. Okay, okay, aber könnten... Na los, reden Sie. Ich musste das wissen. Was wissen? Über Sie. Was? Was wollten Sie rausfinden? Ich weiß, Sie und Calvary hatten Ärger. Das ist untertrieben. Darauf will ich hinaus. Die Ermittlung? Meine Güte. Sie nicht. Auch? Ich muss alles in Betracht ziehen, Becky. Sie wissen das. Denn wenn Sie Calvary beseitigen wollten, hätten Sie das durch Finns Geständnis dem Trapper zuschreiben können. Gelegenheit und Motiv. Ganz recht. Genau wie jetzt gerade. Oh mein Gott. Oh Gott. Bitte. Bitte, Becky. Lucy. Wer bin ich? Wer? Dass Sie, sowas für möglich halten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott. Okay, damit ist Teil 2 beendet. Tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Boah. Oh je, oh je, oh je, oh, versteckte Kamera. Ich guck mal gerade noch mal ins Logbuch, ob es da jetzt irgendwas gibt. Nö, es sieht doch jetzt aber nicht so aus. Nee, ich glaube. Nee, das ist. Sonst jetzt sehe ich jetzt hier nichts weiter. Nee, ich sehe jetzt hier so nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, lassen wir uns jetzt mal gerade die Entscheidungen nochmal angucken, weil da steht das Wichtigste drin. Da muss ich das jetzt nicht vorlesen und dann sehen wir uns gleich im nächsten Teil wieder. Entschuldigung.